In unserer heutigen Folge geht es um sexuellen Missbrauch, Menschenhandel und Suizid. Bitte passt auf euch auf, wenn ihr zuhört oder hört stattdessen eine andere Episode. Der Investmentbanker und Multimillionär Jeffrey Epstein war ein verurteilter Sexualstraftäter und soll über Jahre systematisch minderjährige Mädchen gekauft, ausgebeutet und vergewaltigt haben. Bevor er sich 2019 dafür vor Gericht hätte verantworten müssen, beging er in seiner Zelle Suizid. Epstein selbst ist tot. Aber jene Männer und Banken, die ihn und seine Verbrechen zuverlässig mitfinanzierten, sind quicklebendig. Und genau die sind jetzt im Visier der Überlebenden. A lot of people who knew what Epstein had done and could see what was going on in his accounts chose to look away. They gave him cover. Together, they camouflaged the predator. As someone in New York finance said to me, when those girls were being raped, they were holding the guy's jacket. Das ist der Journalist David Taylor vom britischen Online-Medium Tortoise. Ihr hört den Podcast von Detektor FM und wir empfehlen euch heute Epsteins Money Man. Seit Epsteins Tod rollt eine neue Klagewelle durch die Wall Street. Frauen, die Epsteins Sexhandel-Imperium überlebt haben, ziehen gegen Banken und Banker vor Gericht. Der Vorwurf, als Geldgeber sollen sie Epsteins Verbrechen wissentlich unterstützt haben. Im Podcast Epsteins Money Man sucht der Journalist David Taylor nach ihren Namen und Beweisen für ihre Mittäterschaft. I've spoken to people who followed the Jeffrey Epstein story for years, people who work inside New York finance, who have knowledge of the culture inside the banks, people close to the lawsuits, and in the US Virgin Islands where Epstein had his private island called Little St. James. The story I'm going to tell you is based on those interviews and the many pages of legal documents that are putting hidden information into the open and taking us inside the decisions and conversations at the banks. Epstein ist längst ein verurteilter Sexualstraftäter, als New Yorks Elite sich nach wie vor von ihm unterhalten lässt. In seiner Villa auf der Upper East Side und auf seiner Privatinsel in der Karibik. Der gefeierte Künstler Jeff Koons, der Regisseur Woody Allen und Milliardär Bill Gates sind bekannte Namen, die im Podcast fallen. Weniger bekannt sind die Namen Jess Staley und Leon Black. Diese beiden Banker versorgten Epstein mit Kontakten in die mächtigsten Finanzhäuser der Welt. As almost everyone in the world knows by now, there was a pattern to Epstein's offending. Girls were silenced with money and paid more to recruit others. Some would stay under his control for years. Their immigration status or challenging personal circumstances, making it difficult to get away. Cash was vital to covering up the criminality. Damit Epsteins Verbrechen unentdeckt bleiben, brauchte er einen zuverlässigen Zugang zu Bargeld. Am besten bei einer Bank, die nicht zu viele Fragen stellt. Die Großbank JP Morgan erweist ihm diesen Dienst von 1998 bis 2013. Erst 5 Jahre nachdem Epstein wegen Beteiligung an Kinderprostitution verurteilt wird, beendet die Bank ihre Zusammenarbeit mit ihm. Aber es gibt noch eine andere, ebenso mächtige Bank, die Epstein liebend gern als Kunden gewinnen will. Die Deutsche Bank nimmt Epstein unter ihre Fittiche und versorgt ihn von 2013 an mit Cash. Epstein's attorney would go in person to the Deutsche Bank branch on Park Avenue several times a month and draw out thousands of dollars in cash. By law, banks must file currency transaction reports to the US Treasury Department when there are cash transactions with an individual in excess of $10,000 in one day. Epstein's attorney asks the bank how often he can withdraw cash on behalf of Epstein without an alert being triggered. And instead of throwing their hands up in horror, one of Deutsche's relationship coordinators sends an email to the branch manager saying, "Is it once a week? Twice a week? Once every other week?" The bank should be reporting suspicious transactions, not trying to help their clients structure withdrawals to avoid scrutiny. David Taylor zeichnet im Podcast Epsteins Money Man ein ausgeklügeltes Netz aus Briefkastenfirmen und dubiosen Transaktionen nach. Eine systematische Geldwäsche, die absurde Ausmaße annimmt und trotzdem partout niemandem auffallen will. Mitte 2023 einigt sich JP Morgan mit betroffenen Frauen auf eine Vergleichszahlung von $290 Millionen. Die Deutsche Bank zahlt 75 Millionen.
Im Gespräch mit Host David Taylor erklärt die Journalistin Vicky Ward, warum es für sie trotzdem noch keine Gerechtigkeit gibt. Unfortunately, I think that the system that he so brilliantly manipulated is alive and well and flourishing. I think that what we've learnt in the litigation around JP Morgan is the scale, the astonishing scale of Jeffrey Epstein's network. But we've also seen around this litigation how everybody wants to pass the buck. Mit seinem Podcast Epstein's Moneyman zeigt der Journalist David Taylor, der Fall Epstein hat System. Ohne die Banken und Männer, die ihm Geld und gesellschaftliches Ansehen verschafft haben, hätte Epstein seine Straftaten nicht verüben können. Epstein's Moneyman ist eine Produktion von Tortoise Media, hat 4 Folgen und ist im Juni 2023 erschienen. Das war die heutige Ausgabe des Podcast-Podcasts, unser täglicher Podcast-Tipp hier bei Detektor FM. Wenn euch unsere Podcast-Tipps gefallen, dann folgt uns doch direkt bei Spotify, Apple Podcasts oder dieser. Da könnt ihr übrigens auch eine Bewertung dalassen, was uns und unserer Arbeit sehr hilft. Dieser Tipp kam von Joanna Voss, Redaktion Doreen Rothmann. Produziert hat die Folge Benjamin Zerdani und ich bin Caroline Breitschädel. Morgen empfehlen wir euch Apokalypse und Filterkaffee. Wir hören uns.